Ganz herzlich willkommen zur heutigen Live-Session im BIMUG. Ich freue mich über alle, die heute am Freitagabend Zeit haben. Ich selber bin halt Dirk Lee, ich hab den BIMUG initiiert. Wie bin ich zur Bienenhaltung gekommen? Hat eigentlich eine relativ lange Geschichte. Ich hatte ursprünglich einen Großvater, der Gärtner war, bei dem ich relativ viel gelernt habe. Das Bild hier drüben bin ja also tatsächlich ich da in jungen Jahren. Und ich bin halt damit groß geworden, mit relativ großen Gärten, auch mit der Hühnern, Kaninchen, Enten und sowas auf dem Hof. Und was auch noch so ein Hintergrund war, das ist, glaube ich, typisch, da oute ich mich wieder als Ossi. Man konnte also als Kind relativ gut in Ferien oder sowas sein Taschengeld verdienen, indem man zum Beispiel Kräuter gesammelt hat. Ich weiß nicht, wie viele Zentner Löwenzahn ich gestochen habe und zu Aufkaufsstellen gebracht habe oder mir die Hände zerkratzt mit Weißdorn oder versuchte, Kamille zu bekommen, teilweise zu trocknen oder Huflattich. Das waren so die typischen Dinge, die meist während der Ferien zum Sammeln gingen. Und was damals auch ging, ist, man konnte aus den Gärten zum Beispiel Beeren, Blumen und sonstiges sammeln und abgeben. Ich habe also relativ häufig einen Wassereimer voll Stachelbeeren oder Brombeeren oder ähnliches gesammelt. Und so hatte ich einen Bezug zur Natur. Ich hatte aber auch zum Beispiel große Mengen von Blaubeeren und Preiselbeeren sammeln, wo man auch die reichhaltige Insektenlandschaft an den unheimlich vielen Mücken mitbekommen hat. Ich weiß auch nicht, wie oft ich zu Tierbeobachtungen in den ganzen Naturschutzgebieten tagsüber oder auch nachts unterwegs war, als Kind, als Jugendlicher. Und dadurch hatte ich von Anfang an eine ziemlich intensive Beziehung zur Natur gehabt. Und so kam dann später, als ich mein IT-Startup verkauft habe, kam dann natürlich auch mal die Idee auf, okay, was für sinnvolle Dinge kannst du denn machen? Und das war eigentlich mein Startpunkt, wo ich dann auch 2009 das erste Mal so auf den Gedanken gekommen bin, sollte ich nicht Bienen halten? Und weil der entscheidende Hintergrund war eigentlich der, mir erstmal aufgefallen, dass ich schon ewig keine Stiche mehr beim Barfußlaufen hatte. Früher war das gang und gäbe, dass ich hier gerade durch diesen Weißklee auf den Wiesen regelmäßig Bienenstiche in den Füßen hatten. Und jetzt ist mir irgendwie bewusst geworden, dass es schon ewig nicht mehr passiert. Und dann hat man deutlich mehr darauf geachtet. Uns ist aufgefallen, dass fast keine Bienen zu sehen waren. Dann blühten auch die Kirschbäume und ich habe dort keine Bienen dran gesehen. Ich weiß nicht bis heute nicht, warum das der Fall war. Wahrscheinlich sind die woanders hingeflogen. Aber auf jeden Fall ist es aufgefallen. Und dann gab es schon damals immer wieder in den Nachrichten Bienensterben. Und dadurch habe ich dann überlegt, und ich weiß inzwischen, dass das so ein Gedanke ist, den relativ viele mit sich rumtragen, wenn sie jetzt mit dem Anfang, mit den Überlegungen sich tragen, sollte ich nur Imker werden, sollte ich Bienen halten oder nicht. Und der Gedanke ist oft, habe ich mitgekriegt, auch ein ähnlicher, wie ich den damals hatte, weil ich habe mir damals auch gesagt, okay, ich möchte eigentlich was für die Bienen tun, also Bienen selber halten, aber nur so ein Volk als Selbstversorger, nur zum Bestäuben. Ich will ja gar keinen Honig ernten und ich will ja eigentlich nur den Bienen helfen. Und auch damals hatte ich dann überlegt, in Ordnung, wie mache ich das? Stelle ich mir einfach so ein Volk in den Garten als Bienenkorb oder meinetwegen auch als hohler Stamm, als Glotzbeute oder als Bienenkiste oder von dieser Einraumbeute von Mellifera. Also es war auf jeden Fall der Gedanke, sogar das selber zu bauen. Es war eben der Gedanke, ich stelle mir ein Volk hin, brauche mich nicht darum kümmern, weil ich ja keinen Honig haben möchte und die ganze Sache ist gut. Aber da ich ja aus diesem Bildungsbereich komme, ist natürlich ein Punkt gewesen, dass ich mich vor sowas tatsächlich mal mit einem erfahrenen Imker sehr lange unterhalten habe. Ich habe versucht, ihm zuzuhören. Ich habe ihn versucht, dann auch entsprechend zu verstehen. Und was eben da als Erkenntnis rübergekommen ist, was ich auch bis heute sehr positiv fand, ist, er hat gesagt, wenn du mit den Bienen anfängst, dann machst du das, dann sollst du das entweder richtig machen oder gar nicht. Und wenn du es richtig machst, dann brauchst du mindestens zwei Völker. Eigentlich braucht man drei Völker. Diesen Spruch habe ich seitdem x-mal gehört, ne? Eins zum Totschauen, eins für den Winterverlust und eins, was im Frühjahr überlebt und aus dem du bis zum Herbst wieder drei Völker ziehen kannst. Also man sollte mit mindestens zwei Völkern beginnen. Das nächste ist, du kannst ja, die Bienen sind halt in heutiger Form, wie sie gehalten werden als Honigbienen, eben keine Selbstversorger. Du musst dich um die Varroa kümmern. Du hast diese paar offizielle Sachen, Anmeldung beim Veterinäramt. Dann natürlich auch, musst du dich auch um die Schwarmthemen kümmern, sonst ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, wenn du dich gar nicht drum kümmerst und nur die Varroa-Behandlung machst, dass du trotzdem zu Winterverlusten kommst. Dann das nächste ist, machst du das richtig, hast du zwei bis drei Völker, hast du am Schluss 40 bis 80 Kilo Honig, eventuell sogar mehr.
oder ein bisschen weniger, aber es ist auf jeden Fall zu viel für einen Eigenbedarf. Damit geht's los. Du musst dir Gedanken machen, wie wirst du den Honig los? Du musst ihn auch entsprechend dann abfüllen, etikettieren. Und was noch dazu kam, ist, man hat natürlich auch eine ganze Menge Ausrüstung und man braucht einen Platz dafür, um ihn zu lagern, gerade auch in der Winterzeit. Ob das nur die Beuten, die Zargen sind, die Schleuder, die Siebe oder die entsprechenden Behälter, muss man sich auch auf den Platz ein bisschen Gedanken machen. Und das nächste ist eben, ich kann tatsächlich davon ausgehen, dass ich in dieser Hauptzeit von April bis Ende Juni, kennt jeder von den Imkern, also nicht mehr als eine Woche Urlaub machen kann, weil man doch immer mal bei den Völkern vorbeischauen muss und die anschauen muss. Und dann als nächstes ist halt in einem Gespräch rausgekommen, wenn ich Anfänger bin, dann sollte ich halt mit einer Magazinbeute starten, weil das eine der günstigsten Varianten ist, um am Anfang die Arbeit mit den Bienen kennenzulernen, zu gucken, wie funktioniert das Volk, um bestimmte Eigenheiten mitzubekommen und so weiter. Und was ich natürlich auch in dem Gespräch gelernt habe, sind diese wichtigen Dinge, dass die Honigbienen nicht vom Aussterben bedroht sind, weil sie sind Nutztier und es kümmert sich ja ein Imker darum. Und der Rückgang der Völker zu damaliger Zeit, jetzt ist es ja wieder deutlich steigend, war eher wegen dieser fehlenden Anreize, das heißt gegenüber, ich hatte den Vergleich mit Ostimkern, gegenüber dem vorhergehenden ist halt die Varroa als zusätzlicher Aufwand dazugekommen. Dafür sind aber die früheren Bestäuberprämien, die Imker gekriegt haben, weggebrochen. Die Unterstützung beim Wandern war weggebrochen. Und man hat, wenn man größere Mengen Honig hat, relativ geringe Aufkaufpreise noch gehabt, da es billigen Honig von überall her auf der Welt gab. Und so war Imkern nach der Wende halt nicht mehr so interessant, lukrativ. Aber das heißt, es gab weniger Imker und die Imker, die es noch gab, hatten deutlich weniger Völker. Und das hat hauptsächlich dazu geführt, dass es insgesamt einen Rückgang von Honigbienenvölkern gab. Da gab es noch ein paar Sachen natürlich mit der Landwirtschaft, aber das war, glaube ich, nicht das Entscheidende bei den Honigbienen. So, und was ich auch mitgenommen habe, ist, das Imkern macht zwar Spaß, aber es macht halt auch deutlich viel Arbeit. Und wenn ich mich jetzt für das Imkern entscheide, ist es eine Entscheidung für relativ viele Jahre. Und mit diesen ganzen Informationen aus diesem Gespräch, war ein ganzer Abend, den wir uns unterhalten haben dazu, habe ich dann gesagt, okay, ich halte erstmal keine Honigbienen und habe dieses Luftschloss erstmal verworfen für eine Weile. Ich würde nicht hier sitzen, wenn ich natürlich nicht dann doch zum Imkern gekommen bin. Das war dann 2014. Das heißt, für mich war es so ein Zufall, dass plötzlich sowas wie die Schwiegereltern, also die waren dritter Generation Imker gewesen. Und dadurch hatte ich natürlich den Direktbezug, habe bei ihnen diese Völker gesehen und hatte deswegen das Gefühl, ich habe jetzt auch die Hilfe, die Unterstützung, die Zeit eben, das zu machen und habe deswegen dann im Herbst 2014 so meine allerersten zwei Völker bekommen. Die waren im Herbst fertig eingefüttert, weil ein alter Imker musste eben seinen Stand, seinen Garten aufgeben bis zum 31.12. Deswegen habe ich die im Herbst schon bekommen. Und bei mir war es eben so, dass ich tatsächlich gleich am Anfang auch das Magazinmaß und das Rahmenmaß bekommen habe, was ich dann auch weiter beibehalten habe, aber wofür ich mich tatsächlich interessiert hatte. Also ich imkere selber auf 1,5 Deutsch Normalmaß, also das sind die großen quadratischen Rahmen und im Magazin. Und als Biene habe ich die Carnica gekriegt, damals mit den zwei Völkern, die aber auch hier sehr weit verbreitet ist. Die beiden Völker haben dann Winter überlebt. Das war halt dieser Start in die Arbeit für mich mit Bienen und das Lernen und natürlich auch das ganze Erfahrung sammeln. Was man hier jetzt ein bisschen sieht, ist natürlich ein Teil von meinen allerersten Völkern. Dann hat man hier, wie ich damals das eingerichtet habe, um meine Waben und Rahmen zu speichern, an der Decke dafür, dass die da aufgehängt sind, damit sie mir nicht ganz so im Weg rumstehen. Dann hat man am Anfang ja auch den Elan, man baut komplett die Rahmen selber, lötet die ein, baut sich die Lehren dafür und so weiter. Und das ist der erste Blick zu meinem Raum mit dem Entdeckungsgeschirr und der Entdeckungsgabel und dieser Siebgruppe. Und dann habe ich auch damals relativ viel mit so sauber gereinigten Eimern von einem Freund gearbeitet, der halt ein Restaurant hatte und wo das in diesen maschinellen Geschirrspülmaschinen sauber gespült war. Und deswegen hatte man eine ganze Menge von lebensmittelechten Eimern gehabt, keine Geschmack oder irgendwas mehr abgegeben haben. Und derzeit habe ich dann auch gebastelt, zum Beispiel hier solche Lehren hier, womit man möglichst viele Rahmen auf einmal herstellen kann und also in Serie produzieren, um diesen ganzen Rand hier oben fertig zu bekommen. Das war also mein Start zu 2014 und in den Winter 2015, bis die Bienen im Frühjahr wieder zum Vorschein kamen, also überlebt hatten, zum Vorschein kamen.
Wenn ich jetzt den Stand heute anschaue, wo sich das Ganze hinentwickelt hat, dann muss ich sagen, ich habe inzwischen jetzt nicht die 2 Völker, sondern 14 Völker und ich habe 4 Bienenpaten. Darauf gehe ich dann nochmal näher ein. Den Link dazu, wie das mit diesen Bienenpatenschaften funktioniert, der ist ja oben mit verankert. Die 14 Völker sind halt jetzt eben auf die 4 Bienenstände insgesamt verteilt. 2 der Bienenstände sind bei Bienenpaten, also von 2 von den Bienenpaten hier oben, sind alle immer noch dieses 1,5-Deutsch-Normalmaß angepasster Brutraum. Meine eigenen Königinnen, die versuche ich halt möglichst alle über Belegstelle zu begatten, also dahin zu fahren, die begatten zu lassen, wieder zurückzubringen und dann ab und zu mal, damit man so neues Blut und neue Erfahrung reinkriegt, so 1, 2 Königinnen zuzukaufen. Was ich selber verwende, das sieht man hier auch relativ gut im Mix, sind hier solche 11er quadratischen deutschen Normalmaß Holzbeuten. Ich nehme die aus den Vogtlandwerkstätten, mit denen ich sehr zufrieden bin, und die Segeberger Beuten. Der Hintergrund, warum das jetzt so gemixt ist, ich habe an einem Stand hauptsächlich die Holzbeuten. Hier auf dem Winterbild ist es einfach durch einen Zufall jetzt mal vermischt gewesen. Ich habe also einen Stand, dann nehme ich die Holzbeuten, einen Stand die Styropor, die Segeberger Beuten. Man sieht hier auch relativ gut, dass die gut aufeinander passen, sind beide quadratisch. Das heißt, wenn man mal hier ausgeschleuderte Waben zum Ausfressen hat, passen die sogar hier oben drauf. Die sind bloß ein bisschen dicker von der Wandung her, sodass die Magazinsysteme zusammenpassen. Ich persönlich muss sagen, ich bin immer so zweigeteilt. Die Holzbeuten sehen für mich persönlich schöner aus, sind aber gerade beim Blutraum 1,5-Deutsch-Normal relativ schwer. Und angefangen habe ich deswegen, weil ich bei meinem einen Stand hier zu Hause als Lagerraum plus einen Kellerraum habe, der ist deutlich feuchter. Das heißt, Holzsagen dort zu lagern ist ein bisschen blöder als bei dem anderen Stand, wo die praktisch im Trockenen draußen im Schuppen lagern. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass es für die Bienen keinen großen Unterschied macht. Also manche sagen, die Segeberger, da merkt man das bei dieser Volksentwicklung deutlich, dass die Thermoisolierung besser ist. Vielleicht ist das ein bisschen der Fall. Man hat auch ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl, im Frühjahr das Risiko von verschimmelten Randwaben da drin. Andere lehnen es ab, weil es Kunststoff ist und nicht ein natürliches Holzmaterial. Auch dort, das ist eine lange Diskussion. Persönlich sehe ich das nicht ganz so. Also deswegen, ich habe die beiden parallel und bin halt persönlich auch mit diesem angepassten Brutraum und dem 1,5 quadratischen Maß recht zufrieden. So, der Stand ist, warum bin ich jetzt zu 14 Völkern statt von meinen ursprünglich 2 bis 3 Völkern, von meinen 3 Völkern gekommen? Ich sage immer so, das war Faulheit. Wenn ich die 3 Völker hatte, habe ich bei vielen, ganz vielen Tätigkeiten denselben Vor- und Nachbereitungsaufwand und dieselbe Vorbereitung, als wenn ich jetzt 5 oder 6 Völker hätte. Das heißt, ich muss das alles sauber machen, ich muss für die Königinzucht auf die Belegstelle fahren, um das Wachs einzuschmelzen, muss ich das ganze Zeug rausräumen und dann entsprechend macht das Dreck, ich muss das wieder sauber machen, wegräumen und so weiter. Ich habe also für mich gesagt, so richtig lohnt sich das für diese 2 oder 3 Völker nicht. Und außerdem, wenn man jetzt Ableger einfach bilden will, haben 2 Stände mehr Sinn gemacht. Nun kann man sich vorstellen, mit 3 Völkern, auf dem einen Stand ein Volk, auf dem anderen 2, ist auch nicht so das Wahre. Also macht das durchaus Sinn. Dann, wenn man eine Weile dabei ist, jedenfalls für mich hat es Sinn gemacht, zu sagen, okay, an sich wäre es besser, man hat so 5 bis 6 Völker, dass sich das Ganze lohnt. Dann macht es auch eher Sinn, sich mal eine vernünftige Schleuder zu kaufen, weil die ist auch relativ teuer und das für 2 Völker zu machen, ist das Verhältnis auch nicht ganz da. Und dann gab es eben dieses Problem, wenn ich mehr Völker habe, habe ich mehr Honig und den Honig muss ich irgendwie loswerden. Ich weiß nicht, welche Imker das sonst auch noch betrifft. Und für 3 Völker, das ging noch ganz gut, alles im Bekanntenkreis, wo das aber mehr geworden sind, ist diese Sache, wie kriege ich die verkauft und was ich wirklich hasse, auch als Freiberufler, ist Vertrieb zu machen und mich zu sehr um dieses Verkaufen dieser Dinge zu kümmern. Also habe ich mir Gedanken gemacht, wie bekomme ich das hin, dass ich mehr Völker halten kann und das Vertriebsproblem loswerde. Und das ist dieser Gedanke mit diesen Bienenpatenschaften gewesen. Das heißt, wer reinguckt, dort über den Link kriegt das mit. Aber der Gedanke ist eigentlich so: Eine Firma, die halt so einen Imker als Bienenpate unterstützen möchte, die sponsort also ein Volk, was entweder auf dem Stand von ihrem Firmengelände steht oder hier bei mir und kauft dafür pauschal den kompletten Honig ab. Also bis 30 Kilo im Jahr bekommen sie dann komplett.
Und ich habe den Bienenpate, der dieses Volk unterstützt, habe deswegen den zwei Stände direkt bei dem vor Ort. Und in dieser Jahresgebühr ist halt dieser Mehraufwand für das Fahren mit drin. Und eben, was so ein Bienenpate eigentlich kauft, ist laut Vertrag 70% vom Honig von dem Stand. In Wirklichkeit kriegt er, was weiß ich, 80, 90%. Und ich bin den ganzen Honig auf einmal los. Und damit das Vertriebsproblem weg. Und das ist auch der Grund, eben diese Bienenpaten, warum es dann nicht den 6 Völkern geblieben ist, sondern ich jetzt, ich sage mal, die Maximalgrenze, also mehr als 14 Völker möchte ich nicht, ich wollte eigentlich im 12 Völker landen, aber 9 Völker sind halt tatsächlich jetzt über Bienenpaten finanziert und der Honig vor allen Dingen verkauft, also finanziert ist falsch. Ich habe also von diesen 9 Völkern, wo ich Bienenpaten habe, kein Vertriebsproblem mehr und der ganze Honig ist weg. Und das war für mich dieser große Vorteil davon, das mit diesen Bienenpaten zu realisieren. Und dadurch kann ich aber tatsächlich mich auch intensiver um die Völker, um die Königinzucht und sowas kümmern und habe jetzt ein gutes Gefühl, wenn ich da dann mit 10 Begattungskästen hinfahre, den ganzen Weg, als wenn ich da mit 2 hinfahre. Das sollte der Einblick dazu gewesen sein. Was würde ich jetzt heute Neuinteressenten empfehlen? Das ist was, da hoffe ich mit euch ein bisschen in die Diskussion zu kommen. Also ich bin immer noch der Meinung, wie ich das damals auch in diesem Gespräch mit dem Imker mitbekommen habe, man sollte, wenn man sich Honigbienen zulegt, tatsächlich sagen, okay, ich imkere richtig. Und im Idealfall starte ich da mit 3 Völkern, 2 reichen auch. Und ich finde auch bis heute den Start mit Magazinbeuten relativ optimal. Oder wenn ich das eben nicht machen möchte, dann sollte ich die Option mit den Wildbienen überlegen. Das hatte ich damals nicht ganz so im Kopf, aber inzwischen habe ich da vieles gesehen, gelesen, mit kennengelernt, weil ja jeder Imker, der sich damit beschäftigt, tut natürlich auch mit Sicherheit was für Wildbienen. Also ich vermute mal, die meisten von euch, die da länger dabei sind, haben sich darüber schon Gedanken gemacht, über Wildbienen und Blühflächen und so weiter. Und ich würde sagen, wenn man nicht richtig imkern möchte und tatsächlich diesen Gedanken bisher von diesem einen Volk als Selbstversorger und keinen Honigernten im Kopf hat, dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, konzentriert man sich da auf die Wildbienen. Und das ist auch der Punkt, warum ich die Session jetzt hier reingenommen habe, weil dieses Thema Wildbienen und Blühflächen ist ja eines der Kernthemen in diesem Modul im Bienenmodul. So, und warum ist das? Einfach aus dem Grund, was ich vorhin gesagt habe, vom Aussterben bedroht, sind die Wildbienen. Bienen und nicht die Honigbienen. Die Honigbienen tatsächlich, die werden durch Imker betreut und so wie die Anreize für die Imker sind und wenn es gerade auch in den Medien ist, dann gehen die Völkerzahlen auch komplett im gesamten deutschsprachigen Bereich, nicht bloß in Deutschland, sondern auch in den Städten hoch. Das heißt, Honigbienen sind nicht wirklich vom Aussterben bedroht. Die werden durch Imker betreut und wenn die entsprechenden Anreize da sind, überleben die. Das heißt, es gibt an sich zur Rettung der Honigbiene keinen Grund, dass man sich so einen hohlen Stamm mit Bienen auf den Balkon stellt oder ein Einzelvolk nur dass die Bienen überleben, als Balkonimker betreibt. Das heißt, das richtig Imkern heißt, das Ziel ist, dass deine Honigbienen tatsächlich leben sollen. Und zwar möglichst gesund, vital, in Harmonie mit der Umwelt. Und die Umwelt heutzutage ist halt häufig auch die Stadt. Und dann ist es ein Nutztier, was betreut ist. Und die Honigbienen, wie wir sie heute haben, das sind keine Wildbienen, sondern Nutztiere. Und das merkt man auch daran, selbst wenn es jetzt Projekte gibt, die Völker in der freien Natur dokumentieren und aufzeichnen über die Jahre, ist halt trotzdem noch auffällig, dass es gibt keine große Wildpopulation. Die meisten Völker, die durch Schwärme tatsächlich in die Natur entweichen, egal ob das nun die schwarze Biene ist oder ob das eine Carnica, eine Backfast ist oder Ligustica, sind nach 2 oder 3 Jahren im Großen und Ganzen verschwunden, weil wenn das nicht so wäre, hätte man natürlich in unseren Wäldern eine gewisse Population, die stabil ist und bisher halten sich die Bienenvölker tatsächlich, die wegschwärmen in der freien Natur, eher nicht nennenswert und deswegen kann man auch davon sagen, dass die heutigen Honigbienen, so wie es bei uns gehalten werden, Nutztiere sind und als Wildtier derzeit in dieser Form nicht so überleben. Und deswegen sollte man auch sagen, wenn ich mir Honigbienen halte, dann imkere ich richtig. Und wenn ich tatsächlich was Gutes für Bienen tun möchte und für die Natur und keinen Honig ernten möchte, dann könnte ich mich auf die Wildbienen konzentrieren. Entscheide ich mich jetzt für das Imkern, dann ist natürlich einer meiner Ratschläge oder das, was ich empfehlen würde, ist natürlich alles meine persönliche Meinung, dann sollte ich auf jeden Fall Bienen aus der Region nehmen. Da gibt es die verschiedensten Gründe dafür, da möchte ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, sei denn, es stellt es jemand als Frage.
Ich würde halt immer mit Magazinbeuten starten. Ganz einfach, weil die vom Aufbau flexibel sind. Ich kann auch das Volk da am besten kennenlernen, kann mit dem arbeiten, kann da reinschauen, kann flexibel mit dem Raum für das Volk, der zur Verfügung steht, anpassen, was ich bei vielen anderen Systemen halt nicht kann. Und ich würde auch empfehlen, auch wenn das vielleicht jetzt Diskussionen führt, ich würde immer empfehlen, zu starten als konventionell zu imkern. Weil nämlich, selbst wenn man die ganzen Vergleiche sieht, als konventioneller Imker mit den Regeln, die man hat, ist man am flexibelsten und freiesten. Dort ist man nicht dran gehindert, alles das zu machen, was heutzutage als artgerechte, wesensgemäße oder naturnahe Imkerei empfohlen wird. Das heißt, ich habe den kompletten Freiraum. Ich kann sagen, ich mache das, wo ich davon überzeugt bin, dass es für meine Bienen, für das Leben von meinen Bienen, für die Gesundheit, für die Vitalität am besten ist. Und bei allen anderen Formen dieser Imkerei gibt es einen Haufen Verbote und Regeln, wie ich zu imkern habe, was ich zu machen habe und wo jemand festgelegt hat, dass das wirklich richtig und besser für diese Bienen wäre. Wobei viele dieser Punkte natürlich diskussionswürdig sind. Ich will nicht sagen, das sind falsch, aber ich habe bestimmte Flexibilitäten nicht, die ich habe, wenn ich konventionell imker und halt nicht Demeter-Imker. Zum Beispiel wären meine Styroporbeuten oder Segeberger-Beuten dann nicht zugelassen, obwohl ich die für bestimmte Zwecke richtig klasse finde. Und deswegen würde ich auch vielen sagen, wenn man mit Imkern beginnt, dann sollte man tatsächlich das überlegen und später, wenn man das sich mit Bienen auskennt, wenn man die Abläufe kennt und so weiter, kann man sich überlegen, ist tatsächlich eine dieser anderen Richtlinien das, was ich für mich für richtig finde und in Zukunft betreiben möchte. Der Weg ist ja in der Hinsicht nicht versperrt. Was ich auch empfehlen würde, ist, im lokalen Imkerverein beizutreten, weil da lernt man doch Gleichgesinnte kennen, er hat die Versicherung für seine Völker, zumindest bei uns, und kann der Erfahrung austauschen, auch mal Probleme von Person zu Person diskutieren, auch in mehreren Gruppen, also nicht bloß mit seinem Bienenpaten und oder seinen Bienenfreundinnen. Also ich bin mir immer nicht einig, ist Pate der Begriff, den ich so sehr mag. Also es kann auch Bienenfreund oder Bienenfreundin sein, aber dass man einen erfahrenen Imker hat als Jungimker, bei dem man über die Schulter schauen kann und sich ein bisschen was abschauen kann, das finde ich für sehr sinnvoll. Sollte man sich schon Gedanken machen. Auch den Grundlehrgang zu besuchen ist hilfreich, hat mir auch damals relativ viel gebracht. Und was natürlich wichtig ist, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich im Bildungsbereich beruflich tätig bin, ist dieser ganze Prozess, sich weiterzubilden und zu versuchen, Dinge zu verstehen und zu überlegen, warum mache ich das so, wie ich es mache, finde ich das gut und finde ich das auch noch in Zukunft gut und richtig. Das andere ist jetzt derjenige, der keinen Honig ernten möchte, sondern der was für die Bienen tun möchte und dem die Bestäubung am Herzen liegt und die Umwelt, der also sich für Wildbienen oder die sich für Wildbienen dann entscheidet. Dort gibt es zum Beispiel, wenn man sich um Völker und konkrete Bestäuber kümmern möchte, gibt es dieses Thema mit den Hummelvölkern, was inzwischen sehr interessant ist. Auch in dem Bereich dieser rostroten und gehörnten Mauerbiene gibt es richtig interessante Konzepte. Da ist auch jetzt hier im Wildbienenbereich, im MOOC, ziemlich viel dafür zu verlinkt und eingebunden. Oder ich kann auch sagen, wenn ich die Bienen jetzt nicht selber also wie meine eigenen Bienenvölker betrachten und einen Überblick haben möchte, dann gibt es dort den ganzen Bereich dieser Nistmöglichkeiten schaffen. Und dort ist eines der spannenden Themen, da liegt noch ein Fokus im BIMUG drauf, sind die richtigen Insektenhotels. Ich sage das deswegen, ich habe auch ein großes Insektenhotel und habe durch diese Weiterbildung dazu mitgekriegt, was habe ich denn da drin alles verkehrt gemacht. Ich getraue mir heute schon gar nicht mehr ein Foto davon irgendwo ins Netz zu stellen, weil man dort sofort sieht, was dort alles nicht in Ordnung ist und was ich diesen Sommer endlich mal korrigieren muss und wo mich die verlinkten Videos aus dem BIMUG überzeugt haben, dass ich da doch etliches nachbauen muss. Und genauso haben wir auch extra Videos verlinkt, die zeigen, es gibt ja nicht bloß Wildbienen, die in diesen Insektenhotels leben und sich dort vermehren können, sondern es gibt auch eine ganze Gruppe, also eigentlich der überwiegende Teil der Wildbienen, der andere Überwinterungsmöglichkeiten und Nistmöglichkeiten braucht. Und da haben wir auch entsprechend die Videos mit verlinkt jetzt im MOOC, um zu sehen, wie geht das. Also Totholzhaufen, die Natursteinmauern, dann solche Abbruchkanten schaffen, wie man solche unbewachsenen Sandflächen hinkriegt und einigermaßen bewuchsfrei hält für eine ganze Weile. Und natürlich hat man auch hier, wenn man eben sich auf die Wildbienen konzentriert, was auch ein hochspannender, interessanter Bereich ist, immer das mit dem Lernen, Weiterbilden und Verstehen. Also ich bin zum Beispiel auch persönlich, ich hatte mein
großes Insektenhotel zur Abtrennung von meinem Bienenstand zum Nachbarn, natürlich in relativ großer Nähe zu meinen Bienenvölkern, und habe aber das Gefühl, diese Bienenvölker direkt dort in 2,50 Meter Abstand von diesem großen Insektenhotel, der ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Sache, aber ich habe das Gefühl, dort ist die Besiedlung mit Wildbienen etwas geringer, als wenn das weiter wegstehen würde von diesen Völkern. Aber daher, das ist eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist bloß mein Eindruck jetzt dazu. Und so hat man ständig auch dort Dinge, wo man jetzt sagt, man lernt ständig was dazu, kann sich weiterbilden und das eventuell verstehen. So, ich habe hier unten jetzt nochmal die Links, die auch im MOOC, im Kurs direkt drin sind, mit reingebaut. Ein weiteres Thema, was wir jetzt drin haben und was ich hiermit erwähnen wollte, was sowohl für Imker als auch für die richtigen Imker, also für die Wildbienen unterstützen, ein hochspannendes Thema ist und was gerade auch immer in den Medien ist, ist das Thema Blühflächen. Und ich habe jetzt ganz bewusst in diesem Vortrag jetzt zwei Blühflächen reingenommen, die für mich dieser Kerngedanke von nachhaltigen Blühflächen sind. Was wir ganz viel in den Medien sehen, sind diese einjährigen, wunderschön aussehenden Blühflächen, wo Samen also auf große Ackerflächen gekippt werden, die im Herbst wieder umgepflügt werden, und wo auch Blühflächen, die in ähnlicher Form in der Stadt angelegt werden, entweder nach einem Jahr verschwunden sind oder hauptsächlich in der Zeit blühen, wo wir schon einen Überfluss an Blüten haben. Das heißt, was man hier im obersten Bild sieht, sind die Winterlinge und die ersten Krokusse im Frühjahr. Also das, was dieses Jahr Ende Januar bis Mitte Februar geblüht hat, jedenfalls in meiner Region. Und das zweite hier habe ich jetzt mal ein Efeu reingenommen als Bild, als Beispiel für was im Spätsommer oder in diesem Fall im Herbst blüht. Das heißt, für mich ist ein Thema bei Blühflächen, dass die natürlich besonders sinnvoll sind, sowohl für Bienen als auch für Wildbienen, wenn die Zeiten unterstützen, wo es in dieser Region selber nicht so viel natürliche Tracht mehr gibt. Das ist typischerweise im ganzzeitigen Frühjahr, also alles, was vor der Saalweide blüht, sage ich immer. Und dann alles, was nach der Linde blüht im Hochsommer und späteren Sommer und im Frühherbst und so weiter. Das sollen diese Bilder zeigen. Und das nächste ist das, dass man bei Blühflächen nicht nur diese bunten Blumenwiesen im Kopf haben sollte, sondern eben auch, dafür steht der Efeu, der Hecken und Bäume, die blühen, also die entsprechenden Sträucher und Heckenbepflanzung. Und vor allen Dingen auch Blühpflanzen, die mehrere Jahre brauchen, um sich überhaupt zu entwickeln. So ein Winterling vom Säen bis zum ersten Blühen dauert ja 3 bis 5 Jahre, bis er zum Blühen kommt, wenn man nicht gleich die Knollen versetzt. Und dass man auch im Kopf behält, nicht alle Blühflächen, die man nachhaltig anpflanzen können, vor allen Dingen auch solche wertvollen, sind innerhalb von einem Jahr zu schaffen, sondern nachhaltige Blühflächen überlege ich mir auch für lange Zeit. Und in diese Richtung würde ich denken, ist es sinnvoll, wenn sich auch Imker und Leute, die sich für Wildbienen interessieren, auch Gedanken machen, welche langfristigen Blühflächen kann ich denn in der Stadt, im Garten, in bestimmten Bereichen anlegen. Da gibt es auch zwei Projekte, die in der nächsten Einheit mit besprochen werden. Das ist zum Beispiel so eine Winterling-Mitmacheraktion für Leute in der Stadt oder eine Frühblüher-Mitmacheraktion. Die Winterling-Aktion ist jetzt im Frühjahr, die läuft jetzt noch, und die Frühblüher-Aktion mit den Zwiebeln, zum Beispiel für Krokusse und ähnliche, findet dann im Herbst statt. Und da kann man auch sehen, dass in der Stadt viele Leute mitmachen, dass man das auch auf öffentlichen Flächen einsetzt und mehr in diese Blühflächenbereich denkt, auch vor allen Dingen bei Hecken und Büschen und Sträuchern und so weiter. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen ins Hintertreffen gelangt mit diesem Bild, wo man die Randblühstreifen von Äckern vor Augen hat, weil ich denke, gerade mal innerhalb von Städten, Gemeinden oder auch bei solchen Heckenbepflanzungen, die man eventuell auch auf staatlichen, kommunalen Flächen machen kann, spielen diese Büsche vielleicht eine viel größere Rolle und sollten mehr Beachtung bekommen, als es derzeit bekommen. Gut, das waren die Dinge, die ich sagen wollte. Jetzt würde ich mich freuen, wenn sich noch viele von euch mit Fragen, vielleicht mit eigenen Meinungen dazu äußern, auch zu dem, wo sie sagen, okay, was ich jetzt empfohlen habe, sieht jemand überhaupt nicht so. Also gibt es Fragen in der Runde? Oder Meinung dazu, wo jemand Dinge komplett anders sieht oder wo jemand sagen könnte, das ist meine Erfahrung, das würde ich empfehlen, wenn jemand jetzt denkt, Bienen zu halten. Ja? Moin. Gut, hallo. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin momentan noch Student und habe überlegt zu Imkern und wollte mich bedanken für die Herangehensweise und auch den Aufbau deiner Präsentation.
weil ich doch tatsächlich jetzt eher dazu tendiere, mir erstmal in dem Bereich Wildbienen etwas anzueignen und dann gegebenenfalls darauf aufbauend irgendwie wann zum Income zu kommen. Insofern vielen Dank auf jeden Fall für den Input. Also ganz vielen Dank für die Rückmeldung, so ähnlich. Also gerade, weil ich ja selber die Erfahrung gemacht habe und bei vielen mitbekomme, die jetzt sich neue Gedanken machen, also auch im Bekanntenkreis, mit dem man sich unterhält, ist diese Idee mit diesem einen Volk ganz verbreitet. Und die hatte ich halt selber auch und fand die von Anfang an gut. Und habe eben wirklich durch dieses Gespräch dann das ein paar Jahre ad actum gelegt. Und gerade bei diesen Wildbienen-Themen mit diesen Hummeln und diesen Mauerbienen ist ein spannendes Thema und deswegen würde ich das heutzutage jedem, der die Bestäubung und die Bienenrettung im Fokus hat, sagen, okay, fang damit an, wenn du keinen Honig haben möchtest und wenn dich wirklich Honig und Bienenvölker interessieren, dann mach's richtig und man kann ja jederzeit damit starten. Das ist echt sehr, sehr gut. Ja, ein Kumpel von mir macht das und insofern ist da immer so ein bisschen dieser Blick auf ihn und der hat aber auch ganz schnell gemerkt, dass man echt viele Völker am besten haben sollte, um sozusagen die Fixkosten, die man so an Zeitaufwand hat, zu minimieren. Also bei mir war das wirklich dieser Faulheitsgedanke. Ich mag das ja nicht, das Ganze rausräumen und alles wieder sauber machen und das jetzt für 15 Kilo Honig, die ich geschleudert habe, zu machen. Habe ich dann schon gesagt, na gut, ich will mir das lieber, ich schleudere wirklich jetzt 4-5 Stunden durch und mache das dann alles eine Stunde oder anderthalb Stunde lang wieder richtig sauber, als wenn ich eine halbe Stunde schleudere und anderthalb Stunden sauber mache. Nur mal als Beispiel. beim Wachsschmelzen ist das ähnlich. Und dann habe ich eben das Vertriebsproblem wirklich gehabt und habe überlegt, scheiße, wie löst denn das? Weil ich hatte keine Lust jetzt von 6 oder 7 Völkern jedes Glas einzeln mir neue Vertriebswege einfallen zu lassen, wo man die los wird. Und deswegen fand ich das dann so klasse, über diese Patenschaft dann so einer Firma oder so einem Kunden die ganzen Gläser zu geben. Der kann das an seine Geschäftskunden, an seine Mitarbeiter, an seine Mieter oder was auch immer verteilen. Und ich bin das mit einem Schlag los und alle Seiten sind glücklich. Das ist sehr gut. Noch eine Frage zu den Links. Ich kann die jetzt hier in der Präsentation nicht anklicken. Also all die Links sind auch in den Inhalten jetzt im Kurs mit drin und sind mit empfohlen. Ich werde aber auch diese Präsentation selber als PDF dann mit hier bei der, wenn dieses Video dort eingebunden wird, mit verlinken, sodass man auch sich auch die Präsentation als PDF runterholen kann. Und dann gehen die Links. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen in der Runde? Jetzt kommt noch eine Frage von Ulrike. Ich sollte vielleicht mal schnell was zur Einraumbeute sagen. Hast du selber ein Mikrofon, Ulrike? Achso, du hast kein Mikrofon. Gut, in Ordnung. Das Thema mit der Einraumbeute, es gibt verschiedene Möglichkeiten dieser Einraumbeute. Es gibt also welche, da hat man in dieser Einraumbeute natürlich auch die Rahmen drin. Die Einraumbeuten haben aber meistens das Hauptvolumen, das große Volumen freigegeben. Und ich habe für den Anfang nicht so eine saubere Trennung zum Beispiel zwischen Brut- und Honigraum und finde deswegen zum Beispiel auch die Königin nicht ganz so schnell. Das heißt, eine Einraumbeute, die wirklich erstmal groß genug ist und wo ich mit Rahmen drin arbeite, sodass ich eine vernünftige Varroa-Behandlung machen kann, dass ich auch den Zustand vom Volk ansehen kann, ist eine Option, macht aber erfahrungsgemäß von allen, die ich kenne mit einer Einraumbeute, deutlich mehr Arbeit, mindestens so viel Arbeit wie mit Hinterbehandlungsbeuten. Und ich habe halt den ganzen Klotz, diese gesamte Beute als ein Stück, während ich meine Magazine doch relativ flexibel auch bewegen kann und transportieren kann, ist es mit so einer vollen Einraumbeute natürlich schwierig. Dort, wo die einmal steht, steht sie. Und dadurch ist es auch mal schwieriger zu sagen, okay, ich möchte mal komplett sauber machen, desinfizieren, reinigen und so weiter. Aber dort, wo ich halt mit Magazinen arbeite, geht das mit Sicherheit auch. Ich würde aber trotzdem einfach von dieser Art flexibel den Raum anpassen zu können. Das heißt, im Winter können die Bienen kompakt überwintern, so wie das vom Brutnest und vom Futter her da ist. Und im Sommer kann ich dann flexibel Raum zugeben, wenn das Volk entsprechend größer wird. Das heißt, der Raum passt sich daran an. Und ich kann natürlich die Kisten selber einzeln mit doch erträglichem Gewicht umsetzen. Das ist erträglich, sage ich deswegen, weil die anderthalb deutsch normal mit einer Holzbeute ist natürlich schon der Brutraum auch schon
ziemlich schwer. Aber wenn man jetzt sagt, man hat eine, so eine Einraumbeute, die ist natürlich nochmal deutlich schwerer, vor allen Dingen, wenn da doch noch der entsprechende Honigbereich teilweise gefüllt ist. Also ich persönlich würde auf Magazin setzen am Anfang. Wovon ich kein Fan bin, sind alle die, ich sag mal, Einraumbeuten oder Klotzbeuten, wo ich das Volk nicht kontrollieren kann, wo ich nicht sehe, wie es ihm geht, wo ich Schwierigkeiten habe, bestimmte Sachen der Varroa-Behandlung anzuwenden und wo ich auch, ich sag mal, zur Wabenhygiene und zur Wachshygiene nicht ohne weiteres die Sachen tauschen kann. Ich kann ja hier im Magazin jetzt, und wenn ich Rähmchen habe, alte Waben austauschen, damit aktiv diese Wachserneuerung vorantreiben. Und wenn ich jetzt so eine Klotzbeute habe, wo alles zugebaut ist und die drin sind, dann sehe ich weder wie es dem Volk geht, noch kann ich vernünftige Futterkranzprobe abnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Futterkranzprobe brauche, um das Zeugnis zu bekommen, um zur Belegstelle zu gehen oder zu wandern. Und solche Sachen sind halt alle relativ schwierig bei den Beuten, die komplett verbaut werden und wo ich an das Volk nicht rankomme. Jetzt habe ich ja noch eine Frage zur Stellung bei der Wabenreihung. Ich vermute jetzt mal, dass vielleicht das gemeint ist mit diesem Warm- und Kaltbau. Ich habe mehrfach gelesen und habe auch selber das Gefühl, dass im Großen und Ganzen ist es den Bienen egal, ob ich habe ja quadratische Beuten, ne? Das heißt, die man bei mir gesehen hat, da kann ich ganz flexibel entweder die Waben im Warmbau oder im Kaltbau reinstellen. Kaltbau ist quasi, wenn die in Richtung Flugloch ausgerichtet sind, und Warmbau ist, wenn die quer wie eine Wand zum Flugloch stehen. Und von der Volkentwicklung soll es nach Studien, die ich gelesen habe und als Weiterbildung gekriegt habe, ziemlich egal sein. Vielleicht ist es im Herbst zur Abwehr von Räuberei günstiger, wenn die Waben im Kaltbau stehen, weil die Bienen dann wohl besser ihr gegen Räuberei verteidigen können. Ich weiß nicht genau, ob das Ganze stimmt. Einen großen Unterschied soll es nicht machen. Was ich jetzt mache, ist, wenn ich den Honigraum aufsetze, da ich ja anderthalb mit angepasstem Brutraum imkere, ist, dass ich die Honigräume um 90 Grad versetzt zur Lage der Brutwaben setze, damit quasi der Honigraum komplett ausgebaut wird. Weil wenn man die Honigwaben genauso draufsetzt, dann nehmen die natürlich bloß die Gänge und diese Waben, die wirklich senkrecht jetzt über ihren Brutwaben stehen. Das ist das Einzige, was ich bei der Wabenreihung beachte. Und ich persönlich mache es halt im Herbst, weil ich das mal gelesen habe mit diesem, dass die es besser verteidigen können, dass die Waben dann im Kaltbau stehen. Aber es macht wohl keinen großen Unterschied. Hallo, hier ist Frank. Kurze Frage zu dem Warm-Kaltbau. Wie richten denn Wildhonigbienen ihre Waben aus? Also im Warm- oder im Kaltbau? So viel wie ich von den Leuten erfahren habe, die das mit diesem Wildbau sich angeschaut haben, die Wildbienen bauen auch gerne mal diagonal. Also das heißt, es ist nicht zu erkennen, ob die zum Flugloch aus entscheiden, ob die Warm- oder Kaltbau machen, weil die auch teilweise tatsächlich Rundungen bauen oder auch diagonal zum Flugloch bauen. Das ist halt relativ unterschiedlich. Und deswegen gibt es auch keine Richtlinie. Ist mehr, dass man sagt, die Wildbienen bauen das nach den Gegebenheiten, die sie vor Ort vorfinden. So, und deswegen habe ich auch die Möglichkeit, dass ich hohe, enge Stämme oder hohe, enge Beuten Bienen genauso zubauen, wie eben teilweise die Einraumbeuten, die halt lang und schmal sind. Und eben, die einen, weil da haben sie halt Platz, horizontal zu bauen, das andere vertikal in der Natur. Früher könnte man jetzt sagen, gab es mehr Bäume. Die haben also eher nach oben gebaut als in die Länge. Aber sie bauen im Grunde genommen dann beides aus, wie man ja auch bei den verschiedenen Beutenformen sieht, die aus verschiedensten Gründen da promotet werden. Okay, interessant. Danke. Aber das ist jetzt hier meine persönliche Meinung. Also ich imkere jetzt, oder das, was ich jetzt gelernt habe und für mich mitgenommen habe, ich imkere ja seit 2014 und würde halt jetzt nicht sagen, dass ich der extrem große Bienenexperte bin. Ich wollte in dieser Session hauptsächlich rüberbringen, was war so mein Weg dazu, weil ich dachte, für die Entscheidung hilft das auch anderen jungen Imkern zu sagen, okay, halte ich jetzt Bienen oder nicht, weil mir hat es damals so viel gebracht. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn es keine weiteren Fragen gibt aus der Runde, ich sehe im Chat jetzt erstmal keine, dann bedanke ich mich ganz herzlich für alle, die dabei gewesen sind. Hoffe nochmal, dass es euch etwas gebracht hat, dass es informativ war.
Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und einen schönen Abend. Und vielen Dank nochmal fürs Dabeisein.